Hallo, ich begrüße euch zu unserem Video aus dem Futuroscope. Zum Park kommen wir gleich. Erstmal wollte ich euch kurz das Hotel hier noch zeigen. Wir sind in einem Partnerhotel vom Park, dem Jules Verne Hotel. Und bleiben hier für 2 Nächte, sind morgen im Park. Gehen gleich hier auch noch essen. Aber ich sage euch ganz kurz das Zimmer. Matthias, entführe uns in unser Zimmer. Was ist denn gerade schon? Nochmal, Matthias. Ich beantrage hiermit Pflegegeld. Du bist doch auch da stehen geblieben gerade. Also, um dich auflaufen zu lassen, ja. Ich zeige euch kurz das Zimmer. Wir fangen direkt hier rechts an, denn hier führt eine wunderschöne Tür in die Toilette. Ja, ich wollte es nicht so sagen. Wir gehen direkt eine Tür weiter. Lass ihn nochmal runter. Und haben hier die Dusche und das Waschbecken. Genau. Mit Föhn. Haha. Was ist denn das? Das sagt mir auch keiner, ne? Ja. Oh, die Dusche sieht echt gut aus. So, dann sind wir hier in dem ersten Schlafraum mit einem schönen großen Bett. Sieht auch echt, es sieht wirklich super ordentlich aus, also richtig toll. Und dann noch ein 5. Bett, sage ich mal. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Büroecke und Garderobe. Und dann haben wir hier noch 2 Bettchen. Einmal das hier und dann hier oben. Super, dann bitte ich die anderen jetzt mal rein. Okay, kann reinkommen. Wir hätten auch nicht mehr gewartet. Herzlich willkommen in unserem Zimmer. Moin. Matthias, wie gefällt es dir? Ja, ich bin begeistert, ehrlich gesagt. Es ist halt so ein Low-Budget-Hotel, aber es ist irgendwie cool. Dann waren wir ja gerade eben essen noch hier, auch in dem Hotel, direkt unten in der Lobby quasi, daneben im Frühstücksraum. Das sah nicht so schön aus, dieses Restaurant. Es ist wie gesagt der Frühstücksraum und es sieht auch ein bisschen danach aus. Es ist ein bisschen Kantine wieder. Aber das Essen war wirklich mega gut. Und ich blende euch mal kurz ein paar Fotos ein vom Essen. Also ich hatte Pesto, Tagliatelle Pesto. Mike hatte eine Pizza, eine vegetarische Pizza. Franzi hatte so ein Blumenkohlgericht. Auch vegetarisch, glaube ich, ja. Matthias hatte ein Entrecote. Ein Kalbssteak. Und dann haben wir auch noch unseren Nachtisch gegönnt, und zwar ein Tiramisu und ein Schokoküchlein, so ein Lava-Cake, passend zu dem Park, wo wir heute waren. Das war nämlich ein Vulkanpark. Vulkantag. Ja, so, jetzt gehen wir aber schlafen und wir wollen euch ja den Park zeigen, wo wir morgen hingehen. Ne, Matthias? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. So, wir sind angekommen beim Park Futuroscope. Ist auch ein Park, der schon lange auf unserer To-Do-Liste steht. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Der liegt halt echt sehr weit im Westen Frankreichs. Aber auf dem Weg zu Puy du Fou liegt er genau auf dem Weg. Deswegen haben wir jetzt die Chance ergriffen, das mal zu machen. Übrigens, ich habe voll versäumt, gestern mein Vulkanshirt anzuziehen im Vulkanfreizeitpark. Egal, ich hole es heute nach. Ja, Futuroscope ist auch ein bisschen ein anderer Park, also das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Ich glaube, da geht es sehr viel um so Multimedia-Sachen auch. Es gibt auch nur eine Achterbahn und einen Butterfly noch. Und sonst ganz viel eben so Multimedia-Kinosimulatoren, glaube ich auch. Ich habe mich nicht so ganz informiert, ich will mich wie immer überraschen lassen, aber wir gehen jetzt sowieso rein und gucken es uns an. Der Park hat heute bis 23 Uhr geöffnet. Mega lang. Also wir haben auf jeden Fall genug Zeit, hoffe ich, alles zu machen. Es gibt auch eine Abendshow abends. Wow. Also ja, es gibt eine Abendshow, die gucken wir uns auch an. Und dann würde ich sagen, lass mal losgehen und den Park erkunden. So, wir sind im Park. Übrigens vielen lieben Dank an den Park für die Einladung. Und wir haben auch einen Guide jetzt, das uns, glaube ich, jetzt zu 1 oder 2 Attraktionen mitnimmt. Wir haben eine Filmgenehmigung bekommen, das ist immer mein Favorite Part. Das heißt, wir dürfen alles filmen heute, das finde ich super. Und wir sind gerade an der Baustelle vorbeigelaufen. Man sieht schon eine erste Schiene. Hier wird zwei, nämlich zwei. Zwei sogar.
Es wird nämlich hier ein Mack Water Coaster, ein Rocking Boat, habe ich hier gerade sagen lassen, gebaut. Ja, und jetzt gehen wir, glaube ich, zum... Guck mal, die haben auch so... Ist es so ein... Art Engineering Schaukel, ja. Das ist die neue Attraktion von diesem Jahr. Ja, das ist überall die neue Attraktion von diesem Jahr. Good decision. Ja, da. Dynamique. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, man sieht es jetzt auch im Hintergrund, der Eingang davon, dieses Gebäude sieht so cool aus und es sieht alles hier so cool aus. Wie in der Weltausstellung. Es erinnert uns mega an die Weltausstellung. Ja. Ja, und es war ein Simulator, also ein 4D-Kino eher, ein Simulator. War schon ganz schön heftig auch. Also war echt krass, also das hat richtig, ich habe noch nie so ein krasses 4D-Kino erlebt. Und was ganz wichtig ist, man kann sich diese Listen Everywhere-App runterladen. Und dann kann man mit Kopfhörern, mit privat und seinem Handy halt, das gleichzeitig übersetzt direkt hören. Also den ist echt Film gut. Auf Englisch. Das hat auch echt gut geklappt, also war cool. Genau, also ich fand es mega crazy, aber auch richtig cool. Die Qualität war mega gut, die Leinwand war wieder riesig groß. Ja, sehr, sehr groß. Jetzt machen wir die nächste Attraktion. Ich habe gerade gehört, dass man auf Toiletten sitzt dabei. Geil. Hä? La machine à voyager dans le temps. Il y a même trop de temps à s'arrêter. Allez, vous pouvez monter devant, n'est-ce pas? Hey, wie cool ist das denn?
Attention, mesdames et messieurs. Attention à l'arrêt du train. Attention à la marche en descendant du train. Was ist das Cooles? Ach, ein Kugelschreiber. Richtig toll. Was ist das? Ach, ein Bleistift. Wie cool. Wir waren in diesen Raving Rabbits Ride, keine Ahnung. Es war mega crazy. Und mega cool. Das war also richtig cool. Man sitzt auf einem Toilettensitz und dann ist es halt so ein Dark Ride mit richtig geiler Screen-Integration. Ja, aber auch die Thematisierung. Das steigt in diesem Badezimmer da ein. Das sieht richtig cool aus mit dem Spiegel vor dir. Hammergeil. Cool. Also das fand ich schon richtig cool. Ja. Und es ist halt ein 3D-Ride. Und es war mal nicht interaktiv. Ich fand es cool, dass man einfach diesen Humor dann kriegt. Und das war einfach geil. Ich würde es am liebsten nochmal fahren. Vielleicht nachher, wenn wir noch Zeit haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Richtig cool, ja. Also ich habe echt nichts zu kritisieren. Ja. Es ist auch ein relativ kleiner Ride. Also von der Fläche her, weil man fährt halt nur so einmal im Kreis. Ja, aber das war cool. Ja, also cool. Coole Effekte. Und die Qualität war auch mega gut, auch von dem Bild. Das hat man jetzt natürlich auf dem Video nicht gesehen, weil es flackert und unscharf ist, weil es halt ein 3D-Ride ist. Aber mega cool. Auch der Shop richtig cool. Ja. Coole Sachen gibt's hier. Total geil gemacht. Hey, das ist für Klein Fabrizio hier. Süß. Hä? Sind das Trampoline? Hey, wie cool. Also ich muss schon sagen, der Park macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Man fühlt sich wie in der Zukunft oder wie in einem Science-Fiction-Film. Richtig cool. Diese Brücke hier finde ich gerade auch richtig toll. Also man läuft hier so und hat so ein paar komische Attraktionen, die man sehen kann, und überall diese Gebäude hier, die auch alle crazy aussehen. Wow. Nice. Also mal echt was anderes. Echt cool. Objektiv machst. Eine süße kleine Intamin-Bahn, die aber richtig coole Effekte hat. Im Multilounge-Bahn. Aber es ist eine mega kleine Bahn. Ja. Man muss dazu sagen, also wir fangen erstmal da an. Die Effekte waren richtig cool. Sie haben Tesla-Spuren. Ich hab's noch gehört. Es gab eine brennende Decke. Ja! Wow, richtig cool. Das war fast noch cooler für uns, weil die Spulen kennen wir ja. Aber trotzdem mega cool. Das sieht man nicht so oft, Tesla-Spulen. Die Fahrt ist auch ganz cool, aber es ist eine Bahn, die
ausgelegt ist auf einen Spinning-Zug. Also eigentlich ist es ein Spinning-Train, Spinning-Wagen. Da gab es mal so einen kleinen Vorfall. Ich glaube, es hat mal irgendwie gebrannt oder so. Und seither ist das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es zurückkommt. Es ist, glaube ich, schon seit einem Jahr ungefähr, dass es nicht mehr spinnt. Das macht es natürlich ein bisschen unspektakulärer, die Fahrt. Das ist wirklich ein sehr... Ja, am Ende gibt es noch einen Drop auch noch. Also so unspektakulär ist es jetzt nicht. Habe ich voll vergessen, da war noch eine Frage. Also es war schon cool. Fand schon geil. Aber es war schon wirklich schön. Also ich meine, die reine, alles was so die Fahrt ist halt, ne, das war halt so ein bisschen, ja, nicht so spektakulär. Aber die Effekte, der Drop, den Drop fand ich auch richtig cool. Ich liebe das ja, diese Elemente. Ja, das ist geil. Und ja, eigentlich eine wirklich gute Bahn so und familiengeeignet, ne? Ja. Ja. Ja, richtig cool. Top. Hier nochmal der Beweis, dass wir in der Zukunft leben. Hier ist es einfach so Steckdosen. Da. Oh, sogar direkt schon für USB. Cool. Und man kann sich natürlich auch Powerbanks ausleihen. Das heißt, man muss nicht davon auf der Bank sitzen die ganze Zeit und warten, bis der Akku voll ist. Man kann sich das auch to go holen, den Strom. Jetzt gehen wir in das Flying Theater. L'Extraordinaire Voyage. Der Boden geht weg, ne? Gefahren. Wir sagen euch gleich noch mehr dazu, aber erstmal dürfen wir noch einmal filmen, wie das ja, System hier funktioniert. Das ist wieder so ein System, wie wir es schon aus dem Bollywood-Park kennen. Aus Bollywood-Parks, sorry. Gibt es ja auch nicht mehr jetzt. Ist jetzt ein anderer Park, irgendwie der Real Madrid Park oder so. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich, wie das hochgeht oder runtergeht, je nachdem. Sehr spannend, sehr cool. Euch gerade ein paar spannende Einblicke noch geben. Ja, das war richtig cool. Von Backstage, wie das aussieht, dieses Flying Theater. Ja, das läuft ja, ich finde, es sieht ja ein bisschen anders hier, ne? Das kippt so nach vorne irgendwie so. Ja, wie in den Bollywood-Parks, ja. Slash Real Madrid Park, oder was war es, ja. Oh, ja. Mir hat das Film sehr gut gefallen. Der war wirklich wunderschön. Es war halt ein komplett animierter Film mit ein bisschen auch so futuristisch, aber auch so ein bisschen echte Sachen, ja. Sag ich mal. Und das Dach ist irgendwie so tief gewesen, dass man die Decke nicht gesehen hat. Man hat stattdessen sein Dach gesehen. Wir hatten natürlich auch sehr gute Plätze. Ne? Wir saßen ja in der Mitte. Also wir hatten sehr gute Plätze. Und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man so doll die Verbindungsstücke gesehen hat von der Leinwand. Also das hast du wirklich die ganze Zeit dieses Raster gesehen. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Das war aber von der Seite dann nicht mehr so doll. Nee, es war nur, also, in der Mitte eigentlich. Wahrscheinlich. Das ist dann der Nachteil, ja. Wenn du da sitzt. Okay, ja, jetzt, was machen wir? Dynamik machen wir jetzt noch. Dynamik. Eigentlich wollen wir diese Tornado-Attraktion machen, ja, die aber noch geschlossen ist. Leider eine Störung. Aber heute Nachmittag soll sie vielleicht laufen. Die Zukunft. Die Zukunft. Thank you.
Hallo, moin. Bienvenue à bord de l'Aquilon pour cette première Eco Dragon course. Je suis votre commandant de bord. Ein bisschen weh, mach du lieber nicht nochmal. So, da haben wir was Tolles gemacht, ne? Ah. Das Ding ist, wir haben ja vorhin schon mal so eine Art Kinosimulator gemacht. Und da saß ich auch schon auf der Seite und hatte den Arm. Ich habe richtig gemerkt, okay, was gab schon da? Blaue Flecken offenbar. Und das ist jetzt, glaube ich, noch schlimmer geworden. Das war noch krasser als das vorhin. Das war echt hart. Aber das war richtig so, das, ja. Rumgeschake einfach nur. Huiuiui. Ja. Oh, kann ich auf dieses Trampoline da gehen? Bitte, 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 bitte. Franzi möchte auch. Yes! Wenn das zu schwer ist, wird man nass. Ich hab Trampolinspringen mit mehr Spaß an der anderen. Da wurde jemand nass. Franzi wusste schon, warum sie hochgegangen ist. Was ist denn passiert, Schatz? Ich hab jetzt ganz nasse Sachen. Da kam Wasser raus. Ach was, wirklich? Bist du auch nass? Das war nicht schön. Das Ding hat ein Ausrufezeichen im Logo. Das sagt einem schon so, Achtung. Gefahr. Hier kann man Hundeshampoo kaufen. Das ist ja cool. Wie cool ist diese Tasse denn? Guck mal, Matthias. Richtig cool. Ja, die sind alle cool. Das ist cool. Hast du wieder Magneten gefunden, Matthias? Ja, ganz hier. Also in diesem Land lieben die Magneten. Ich finde das toll. Ein Riesen-Cookie. Das hatten die in Japan nicht, das ist ne? Geil. Überall Kekse, aber hier haben die einen Riesen-Cookie. Boah, den muss ich meinem Team, glaube ich, mitbringen. Den Riesenkeks. Oh, Leute! Es gibt ja diese T-Shirts, wo man drauf malen kann mit Leuchtschrift. Oh, geil. Das finde ich schon echt sehr cool. Ich würde es nur nie anziehen, aber ich finde es cool. Zeig mal, wie das geht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich darauf drücke. Ah! Dann ist das aber cool, weil dann kannst du so aufhängen zum Trocknen dann. It's one small squeeze. Schon ist man auf dem Mond. Ist das ein Insider? Ist das was, was ich kennen sollte? Ja. Ups. Wir haben uns einen Stempel geholt, damit wir kurz raus können, denn wir gehen jetzt essen im Achterbahnrestaurant hier. Wir waren gerade in dem Shop, im großen Hauptshop. Richtig cool. Da sind drei Bereiche eingeteilt und jeder Bereich ist anders thematisiert. Das hat mir sehr gut gefallen und sehr coole Produkte. Hier wird auch gerade ein Wasserpark gebaut. Der ist auch schon fast fertig. Ich glaube, der soll irgendwie nächsten Monat aufmachen. Also, wenn ihr den Vlog seht, kann es gut sein, dass der Park sogar schon auf ist.
dann gibt es hier noch mehr zu erleben. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal essen und zeigen euch dann, was es da so gibt. Es ist übrigens hier im Hotel, direkt neben dem Park. Hier ist das Hotel, wo dann eben dieses Achterbahnrestaurant drin ist. Nathalie? Was ist? Bunte Burger. Bunte Burger? Bunte Burger. Ne. Doch. Ne. Bunte Burger. Ne. Ein Traum mit Maha. Endlich den blauen Burger essen. Ja. Oh, guck mal, die haben einen Trommellift. Oh. Hä, wie cool. Wir haben unseren Tisch bekommen und wir hatten Reservierung übrigens. Man kann hier und sollte vielleicht auch reservieren hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand hier auf unserem Tisch schon Brot bereit und Wasser. Ich liebe Brot. Soll ich dir gerade direkt einchecken? Ui. Nee, mach du das mal, ich muss kurz vloggen. Ja, cool. Also eigentlich, wir kennen sowas. Ja, wir kennen ja das aus dem Europapark natürlich, aber auch das aus Hamburg, das Schwerelos. Aber trotzdem irgendwie cool, weil es hier doch nochmal ein bisschen anders ist. Es ist natürlich auch sehr futuristisch. Es ist sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr leise hier drin. Also sehr komisch. Wieder. Doch, es ist hier Musik. Oh, da. aber es sind ja auch ein paar Sachen anders. Zum Beispiel hat das hier so einen Trommellift. Und es gibt auch Tische, wo das... nicht wie so eine, mit so einer Helix runterkommt, sondern wo das dann so eine lange Tafel ist. Also ist so eine lange Tafel und das fährt quasi geradeaus über den ganzen Tisch drüber. Sehr cool. So, die Karten, mit denen man bestellt, sind hier durchsichtig. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber da kann man den Chip mal sehen. Ich bin erstaunt, wie schnell das hier geht mit der Sache. So, jetzt gibt es hier blaue Burger. Guten Appetit. Guten Appetit. Pommes frites und natürlich Lachsnudeln. Yes. Haben wir das Salz noch? Hä? Noch nie solche Nudeln gesehen. Futuristisch. Wir sind wieder im Park. Und das Essen war ein bisschen eine Achterbahnfahrt auch. Also, mein Hauptgericht fand ich überhaupt nicht gut. Ich hatte diese Lachsnudeln und der Lachs war gut, aber die Nudeln haben überhaupt nicht geschmeckt. Also es hat wirklich nur nach Wasser geschmeckt. So gar kein Geschmack, so keine Ahnung, wie man das schafft, aber gut. Matthias hatte den blauen Burger, der war echt gut. Das von Mike, Franzi hatte den auch. Mikes Essen war auch gut. Er hatte Risotto. Und die Pommes waren auch ein bisschen komisch. Die haben geschmeckt, als wäre sie in ganz komischem Fett gebacken worden, keine Ahnung. Also das war jetzt nicht so ein Highlight, aber der Nachtisch. Wir haben uns dann noch so eine Art Zitronen-irgendwas bestellt, wo so eine Zitronencreme drin war und so Crunch, Crumble irgendwie. Das war richtig gut. Also mega viel und richtig lecker. Ah, wir haben den Butterfly gefunden. Hier ist er. Also, es gibt tatsächlich noch einen anderen Park mit einer Art-Tour und die Minimoys-Attraktion. Und zwar die hier, der Park. Cool, wusste ich nicht. Schauen wir mal, was das hier ist. Ich glaube, es ist keine Achterbahn. L'aventure, bienvenue chez les Minimoys en 4D. Ist halt eigentlich ein Flying-Theater auch, ne? So eine Art. Bisschen, ja. Also es hat mich jetzt erinnert an den Minions Ride aus
Universal Studios. Japan. Fand das stimmt. Jetzt aber auch wieder so, ja. Ah. Ist nicht schlecht, so. Ist ja nicht schlecht, aber. Ich habe mich manchmal gefühlt wie im Europa-Park, so zwischendurch. Ich fand es, weil es so ruppig immer ist, diese Simulatoren sind alle so ruppig. Wo ich mir denke, so, ja Leute, wir fliegen doch gerade, da muss es doch nicht ruppeln. Das schockt halt irgendwie nicht. Und ich möchte mal kurz anmerken, das ist hier wieder so ein Park, wo man die Brillen einfach zurück in die Halterung steckt, damit sie der so Nächste widerlich aufsetzen kann. Das gibt Pickel, ey. Das finde ich auch nicht so schön. Ich mag es, wenn Sachen, die man im Gesicht hat, dann gereinigt werden danach. Oh mein Gott, das ist jetzt endlich auf hier. Oh, Panik. Chasseur de Tornades. Das ist auch wieder so Weltausstellung hier alles. Ne? Das sieht genau echt genauso aus. Ich finde das krass, dass man hier das so anfassen kann. Ja, es wird ja auch überall zerpflückt schon, wo geht. Da ist schon was geklaut. Schade. Aber trotzdem sehr cool. Also es ist immer so schade, wenn man das mit der Scheibe machen muss. Ne? Alors là, facile, 3,99 Oklahoma. Protocole avec émission des masses. Si je disais ça, ça pourrait aider moi aussi. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la météorologue Mélanie Laville va vous présenter en avant-première sa dernière invention, le Trombix. Bonjour, je suis à votre titre. Suzy, j'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille, toi? Je vais la chercher, on reste en contact, Fabio. Non mais Alex, attends. Où est-ce que j'ai foutu mes clés? Pas de panique, mais tout est sous contrôle. Aïe. Allez vous réfléchir dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. Tornados in der Pre-Show. Ja. Und das Ride-System ist stark. Mhm. Das Ride-System ist richtig geil. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Efteling da nochmal eine weitere Achse draufpackt. Aber warte mal, ist es nicht gekippt, ne? Doch. Ist es auch gekippt? Ah ja, ein bisschen aber nur. Ja. Ich glaube, Efteling kann noch doller dann. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall gekippt auch.
Das war schon echt eine sehr gute Attraktion. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was los ist. Es war eine geile Mischung aus, was da kommt, was Echtes, dann kommen Screens, auf einmal war da sogar ein Schauspieler noch. Ja, aber es waren ja nur Screens um einen rum auf einmal. Ja. Der Eingang war weg, der Ausgang war weg und dieses... Da war ja irgendwann auch eine Luke, wo dann noch so ein Schauspieler war. Ja. Das war auch weg, also krass. Wie können die Screens rauf und runter fahren? Das sind halt keine Projektionen, sondern Screens. Ja, teilweise hat man halt gemerkt, du hast dich halt gedreht und das Bild hat sich mit einem gedreht. Ja. Und dadurch ist die Qualität ein bisschen schlechter gewesen. Also, oh, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, aber man hat wirklich gesehen, dass es halt so sich mitdreht und daher... Aber meckern auf hohem Niveau. Also ich fand es wirklich eine starke Attraktion. Also Q-Line, ja. Thematisierung generell. Q-Line war auch sehr schön, technisch ja. Sehr, sehr stark. Also klar, wir sind jetzt verwöhnt auch durch Orlando, Tokio und so, aber ja. So, das könntest du wirklich in jeden Freizeitpark stellen. Das wäre eine Hauptattraktion schon ja. Echt gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Gefällt mir. Mir auch, vor allem, dass die Interaktion von noch echten oder einem echten Lieb Schauspieler. Ne? Lieb ich einfach sowas. Krass, hat man auch echt nicht oft sowas. Chers participants, soyez les bienvenus aux conférences du Futurolab, un lieu d'innovation, un incubateur d'idées, un espace de diffusion dédié à la créativité technologique. So, haben wir die Show gesehen. War nur ein Mensch da drin. Mit dem Roboter. Also ich habe irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Park riesengroß ist, riesig krasse Öffnungszeiten hat. Aber irgendwie nicht so viele Gäste und deswegen haben sie auch für alles so sehr wenig Personal. Das war richtig cool, die Show. Weiß aber die Show nicht, war dein cool. Problem ist es gerade. War cool. Dafür, dass es nur ein Mensch war, war es cool. Ja, war sehr cool. Mal was ganz anderes. Wir hatten auch super Plätze. Wir saßen in der fünften Reihe in der Mitte. Ja, das war und gut. Das war toll, weil das war halt mit diesem Roboter. Das hat man so noch nie gesehen irgendwie. Also wir zumindest nicht. Und dann war doch dieser eine Mensch dabei in der Show, der halt so ein bisschen auch getanzt hat und das so ein bisschen die Story erzählt hat, die wir nicht so ganz verstanden haben. Es gab leider keine Übersetzung hier. Obwohl es nicht live gesprochen war, hätte man eigentlich machen können. Aber er hat das, ich dachte erst, du sprichst da live, hat er sehr gut gelipsynkt. Ja, irgendwie. Ja, das war nicht das hat er echt sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht kann er Französisch. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also es war halt auch viel mit Projektion. Die Bühne war riesig, riesiges Bühnenbild. Und da kam irgendwann noch so ein Tuch von der Decke, wo auch Projektion drauf war, war auch sehr cool. Und ja. Das Splash-Battle hat auch. Cool. Ja, viel Spaß. Also ich fand es sehr cool. Mal was anderes. Sehr abstrakt und offenes Ende. Sehr abstrakt. Ja. So, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen kurzen Lagebericht mit Gegenlicht. Nathalie hat Hunger, weil das Essen nicht so gut geschmeckt hat. Ich habe ein bisschen Hunger, aber es macht nichts. Wir gehen nachher zum Yum. Wir waren jetzt, ja genau, und wir waren jetzt in der Zwischenzeit noch in diesem Planetarium. Oh, da habe ich gepennt. Ja, du hast doch laut geschnarcht. Es war auch, ey Leute, das war unfair. Die Sitze sind nach hinten, es war dunkel und klimatisiert. Das war wirklich unfair. Du tust echt so, als wäre es heiß. Du hast sogar eine Jacke an jetzt. Ja, aber ich liebe Kälte, da schlafe ich halt. Ich finde, der Himmel sieht ganz schön aus. Es ist so richtiger Prospekthimmel gerade. Hinter uns auch, aber hinter uns, das geht nicht. Ja, aber dieses Planetarium war halt, ja, das war jetzt auch nicht so besonders. Dann sind wir nochmal den Toiletten Dark Ride gefahren, ne? Ja. Oh, ich liebe den so sehr. Das ist so cool. Und jetzt ist uns nach was ohne Bildschirm, deswegen fahren wir den Aussichtsturm. Der ist irgendwie klein, ne? Da ist er. Aber ey, er fährt, muss man erst so sagen, ne? Er fährt. Und wird nicht abgebaut. Und genau, das ist jetzt, gibt da nicht mehr so viele, also bei uns zumindest in Deutschland. Und dann wollen wir doch mal die Tomato-Attraktion fahren danach. Gell? Uns fehlt noch eine Attraktion, diese Roboter. Und eine ah, Show. Ja. Eine Show fehlt uns noch. Puh. Muss mal auf die Zeiten gucken. Doch noch die ganz ist. Schön viel los hier. Also ich meine, es ist nicht viel los, aber es gibt viel
zu entdecken hier. Und hier werden wir dann später Platz nehmen, wenn dann die Abendshow ist. Aber jetzt kann ich es euch schon mal zeigen bei Tageslicht, wie das hier aussieht, das Showset. Ganz schön viele Plätze. Ich bin echt gespannt, was uns hier nachher erwartet. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances d'ailleurs. Et oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, il est temps pour le Futuroscope de changer de cadre. Les grandes images, on en garde, mais en plus, on veut des expériences plus fortes. Des attractions partout dans la recherche d'innovation technologique. Et là, quand vous avez l'air de vous faire vivre des expériences que très cool. Bei Martin Solwald. Ja, ne. Das wird nicht. Ja, moin. Also, wo spielt du denn? Wo spielt Tanz. Also die bewegen sich wirklich im Takt der Musik und es war richtig krass. Ich habe sowas ja schon mal gemacht im Legoland Belund vor ein paar Jahren. Da war es nicht so krass. Also hier war es echt lang und viel über Kopf. Man konnte auswählen zwischen extrem und also Anfänger und Fortgeschritten irgendwie so. Und das Extrem war wirklich sehr extrem. Und aber wenn ihr es nicht fahren wollt, oder also es gar nicht fahren wollt, ich empfehle euch trotzdem mal hier reinzugehen. Man kann hier auch oben rein und dann gucken. Das sieht von außen auch richtig cool aus. Genau. Das dazu. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Tornado-Ding vielleicht. Das wäre schon cool. In 20 Minuten ist diese Show. Eine Show! Noch besser. Eine Show. Ich muss aufhören, Sachen anzukündigen, wo wir hingehen als nächstes. Denn wir machen weder das Tornado-Ding noch die Show, sondern wir gehen jetzt in das Haus, das Kopfüberhaus. Das uns empfohlen wurde. Das uns empfohlen wurde. Da gehen wir jetzt rein. Das ist cool, ich habe sowas noch nie gemacht. Guckt euch doch mal an, wie cool das aussieht. Das steht einfach falsch rum. Okay, wir gehen jetzt rein. Ich glaube, Eingang ist Ausgang. Ich frage mich, wie viel Platz da oben ist. Gerade sehr viele Leute hochgegangen, aber wir gehen auf. Oh, hier ist echt eine Luft hier oben, das ist Also, eigentlich sind wir jetzt ja nach oben gegangen, aber theoretisch sind wir jetzt ja unten im Haus, weil ja alles falsch rum ist. Hier ist zum Beispiel die Küche. Aber Wasser geht leider nicht. Und ja, hier ist dann der Essbereich. Hier ist sogar ein Fernseher. Da ist das Schlafzimmer und da ist die Eingangstür. Die anderen haben sich lange ausgehalten. Ich glaube, Matthias hat es gar nicht erst versucht. Wir schauen uns noch kurz die... das ist auch schief hier. Schauen wir noch kurz die Aussicht uns an. Ja, nicht... Gut, das ist nicht so... Es ist cool, aber es geht besser. Es ist nett. Für keine Wartezeit. Euch abzuholen. Wir sind jetzt nochmal bei der Achterbahn, Objektiv Mars. Aber Hauptsache diesen
Zickzack weiter. Ich habe so komplett aufgemacht. Aber hier, wo dieser coole Effekt mit dem Greenscreen ist, da war zu. Jetzt sind wir da einfach in einem Kreis gelaufen. Naja, egal. Jetzt haben wir noch mal die Achterbahn, weil wir immer noch Zeit haben und die angeblich nur 4 Minuten Wartezeit hat. Matthias auf der Jagd nach dem besten Bild. Und wie ist es geworden, das Bild? Zeig's uns. Noch nicht so. Es sind immer, ist immer was von vorne. Oh nein! Allô? Ouais, c'est moi. Ça va, Ted? Un peu stress, mais ça va. C'était celui de la légendaire Étincelle. Laissez-moi vous raconter. Étincelle était une super-héroïne qui combattait l'injustice. Un jour, un nouvel ennemi fit son apparition. Le terrifiant, le redoutable. Wow, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je savais pas... Ni vu, ni connu. Gewaschene Brille? Gewaschen? Mesdames, Messieurs, les enfants, installez-vous. Ja, wir waren gerade in diesem. Es war ja keine Show, das war schon eher ein Kino, ne? Ja, Kino halt, ja. Aber war, ich fand es sehr cool. Also, es war wirklich gut. Also, es war sehr gut Qualität gemacht. War gut. Es war ein guter Superhelden. Also, es war genau so. Es war so ein Film, der hat so als. Wie sagt man. Als, wie sagt man so, Realverfilmung angefangen und ist dann immer mehr zu einem Comic geworden. Ja, das war süß, die hatten da so Laser dann auf der Leinwand und da war noch ja. So Nebeleffekt am Ende. Was haben wir gerade gesichtet, Matthias? Ja, Fabula kommt nach Futuroskop. Da kann man es sehen. Also, wir sind nochmal bei Chasseur de Tornados oder so. Tornado Jäger. So, sagen wir es auch gut Deutsch. Und sie sind direkt hier am Band. Ganz vorne sind auch noch zwei Leute. Oh ne, hä, sind sie wieder weg? Ah, okay. Ja, wir sind dann nur zu viert hier bisher. Und wir versuchen es jetzt mal außen zu fahren, denn wir saßen vorher ziemlich mittig und es war nicht sehr intensiv. Und da haben wir uns überlegt, liegt vielleicht daran, dass wir in der Mitte saßen, weil auf einer Drehscheibe ist es logischerweise außen schneller. Das ist so meine Theorie zumindest. Aktuelle Lage, wir stehen hier seit... Locker 15 Minuten. Wir haben bestimmt schon 30 Mal Bonjour laut gesagt. Dann ist uns aber eingefallen, man muss jetzt ja Bonsoir sagen. Es ist ja schon nach 17 Uhr. Oder bis wann sagt man? Ab wann sagt man? Keine Ahnung, das wurde mir nicht beigebracht von meinen Lehrkräften. Aber es kommt hier niemand. Es kommt hier niemand. Hello, le Attraction. Mitarbeiter. Mach den Bums auf. Mach den Bums auf. Ouvert? Können wir bitte fahren? Matthias lernt Französisch. Wir wollen rein. Wir sind immer noch nur zu sechs, muss man dazu sagen. Vielleicht kann Seid das, eine Stunde. Vielleicht braucht das Fahrgeschäft ja mindestens 10 Personen für uns. Ferme. Fini. Doch nicht mehr heute. Wir wurden dann auch mal rausgeschmissen. Mittlerweile. Aber weißt du, als wir angekommen sind, war ja auch die Attraktion zu. Ja. Dann hat er sie auf einmal aufgemacht und dann waren wir da zu sechs drin. Ja. Und dann ist nichts weiter passiert. Ja, bis ein Mitarbeiter kam und uns rausgebeten hat, weil die Attraktion eine technische Störung hat. Ja, aber das war nach so 20 Minuten oder so. Jemand nochmal Arthur? Nein. Miam. Miam. Okay, wir gehen zum Miam. Bonjour. Guten Appetit. Bon Appetit. Wir sind nämlich bei Miam. Miam. Wir waren ja gerade essen. Das war ganz okay. Ich fand es nicht besonders gut, aber es war okay. Und wie man vielleicht erkennt, sind wir jetzt wieder im Wartebereich von, nennen wir es einfach die Tornado-Attraktion. Hä? Ja. Also, wir versuchen es nochmal. Und wir gehen so rein und denken so, schickt er uns jetzt weg, ist es noch geschlossen? Und er meint so, ja, 13 Minuten. Und ich so... Warte, Tres ist so, 30 Minuten. Ich so, warte mal kurz. Nee, Tres heißt nicht 30, das heißt 13. Er hat uns also gesagt, dass hier 13 Minuten Wartezeit sind. Hä? Und? Wir so, okay. Ja,
Wyoming, 22 Mai 2008, c'est ce que j'ai le plus froid. Wir versuchen es einfach mal. Erneut. Also diese Attraktion schwankt sehr mit ihren Öffnungszeiten. Ist immer mal auf, mal wieder zu, mal wieder auf, mal wieder zu. Das ist wirklich schon mehrfach vorgekommen heute. Aber ich liebe den Wartebereich. Ach, da kann man auch lang gehen. Wow. Gut, dass ich die ganze Runde mache. Ja, mal schauen, ob wir es jetzt schaffen und ob wir außen sitzen können mal. Was ist denn los? Wir sind nochmal Tornado Chasers auf Englisch. Tornado, gefahren. Wir nennen es einfach Tornado. Tornado, das reicht. Das sind wir gerade nochmal gefahren. Ja, diesmal saßen wir hinten außen. Ja, mal besser, ne? Mal geiler noch, ja. Ja, bisschen intensiver. Nicht viel, 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 aber schon spürbar. Also war schon cool. Und schön, dass wir es nochmal fahren konnten, ne? Wo ist denn der direkte Weg zum Ausgang? Wir gehen jetzt mal in den Shop, holen ein paar Sachen und dann ja, schauen wir mal, ob wir dann, was wir noch machen. Aber so langsam geht es dann in Richtung Abendshow gleich. Die ersten sitzen auf jeden Fall schon. Atteindre la vitesse de la lumière. Wir haben die Abendshow gesehen, offenbar, und es war wirklich, wirklich toll. Ja, die war wirklich schön, hatte wirklich viele verschiedene Effekte drin, es wurde nicht langweilig. Ja, auch Sachen, die ich jetzt noch nie so gesehen habe, also jetzt nichts Krasses, aber wirklich, wirklich gut. Ja. Wirklich schön. Einfache Story, man konnte wieder sich das übersetzen lassen. Mit dem Headset und der App, ne, vom Park. Ja, nur wenn ich gefilmt habe, dann ging es aus. Ach so, deswegen ist es manchmal ausgegangen. Ja, ja gut. Aber wirklich eine schöne Show und wir sind jetzt auf dem Weg zum Ausgang. Es ist schon ganz schön spät. Übrigens sind auf einmal die, also wir dachten halt so, ja, da wird ja keiner bei dieser Show mehr sein. Der Park hat ja ewig auf. Es ist ja keine Sau im Park fast. Nur Schulklasse und die gehen ja alle nach Hause dann irgendwie um 17 Uhr oder so. Aber die übernachten ja alle, weil es am Arsch der Heide ist. Die kamen irgendwie alle wieder in den Park rein zur Abendshow. Ja, gut. Jetzt gehen wir zum Ausgang und noch ganz kurz ein Fazit zum Park. Futuroskop.
Ja, also der Name wird dem Park gerecht. Es ist quasi ein Kino. Die Zukunft. Der Zukunft. Der Zukunft. Ja. Hat halt eben so diese World Expo Vibes, was ich sehr absolut geil finde. Ja. Aber man geht hier mit viereckigen Augen raus. Ja. Wenn die Theorie unserer aller Eltern stimmt, geht man hier mit viereckigen Augen raus. Aber ich habe es wirklich ohne Scheiß irgendwann gemerkt, da war es anstrengend, immer nur so Filme zu gucken. Ja, ich stehe ja auch mehr auf Achterbahnen und Dark Rides, wovon es hier ja auch jeweils eine gibt. Yay. Bald noch eine Achterbahn. Ja, mal schauen. Mit aber eine Wasserachterbahn, da stehe ich dann wiederum nicht so drauf. Gut, aber im Großen und Ganzen ein sehr schöner Park. Auf jeden Fall einen Besuch wert und auch noch möchte ich noch mal das Hotel erwähnen, wo wir sind. Also in Kombination mit diesem Hotel und vielleicht auch mit dem Wasserpark, der jetzt hier bald eröffnet. Ja, wer weiß, kann man hier auch gut 2 Tage verbringen. Absolut. Je nachdem, wie also voll wir es hatten ist. Natürlich jetzt heute auch Glück, dass es so leer war. Wenn es jetzt einen Ticken voller ist, dann schafft man den Park halt nicht an einem Tag. Ja. Aber man muss auch ein bisschen aussortieren. Wir hatten schon Mühe, alles zu schaffen. Wir haben auch gar nicht ganz alles gemacht, aber die meisten. Aber guckt vielleicht dann auch das Video jetzt Highlights hier an und dann sortiert ein bisschen aus, was ihr vielleicht auslassen könnt, weil es ist ja nicht alles wirklich sehenswert. Ja. Also, aber wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns in einem anderen Video aus einem anderen Park. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.